Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, ich bin die Sparkojote. Heute möchte ich mit euch über das Thema aktives Einkommen und passives Einkommen sprechen. Insbesondere da natürlich auf das Thema Dividenden eingehen. Da hat es in den letzten paar Wochen sehr viele Reaction-Videos zum Thema gegeben. Ich habe ja auch da zum Video vom lieben Jens Rabe reagiert, auch zum Video vom lieben Homo Economicus und insgesamt auch zu diesem Thema viele Diskussionen in der Finanzrudel-Community gehabt. Und möchte da so ein bisschen meine Standpunkte nochmal genauer erläutern, vielleicht auch ein paar Tipps mitgeben, Erfahrungen von mir persönlich mitgeben in meinem bisher sehr kurzen Leben zum Thema aktivem Einkommen und auch passivem Einkommen. Also ich hoffe, ihr könnt da in diesem Video was für eure Reise mitnehmen. Und ja, ihr seht, ich habe gerade, ich sag's mal so, Pyjamas sind out, meine Freunde, in sind die Bademäntel am Start. Das ist nochmal ein ganz anderes Level, wie man Videos aufnehmen kann im Bademantel, meine Freunde. Also im Prinzip, man zieht sich dann nicht mal mehr die Kleider an, sondern kommt direkt straight aus der Dusche. Ihr seht die Haare noch ein bisschen nass und nimmt dann gleich ein Video auf. Dafür doch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Aber fangen wir doch mal mit dem Thema direkt einfach erstmal an. Ja? Aktives versus passives Einkommen. Und ich möchte schon mal vorweg sagen, es bestreitet niemand, dass man mit der Dividendenstrategie langfristig nicht vermögend werden kann. Ja, also ich selber verfolge ja zum Großteil mit meinem Portfolio die Dividendenstrategie, möchte da sehr langfristig über 10, 20, 30 Jahre Vermögen aufbauen, indem ich zu 70% von meinem Portfolio in zum Beispiel eben Dividendenaktien investiere, ja, die längerfristig auch Cashflow produzieren. Das bestreitet schon mal niemand. Aber, und das ist das große Aber, was ich immer wieder sehe, was oft nicht oder irgendwie wie ignoriert wird oder irgendwie gar nicht auf dem Schirm ist von vielen Leuten. Überlegt euch jetzt mal, woher kommt das Geld oder dieses Geld, welches ihr in Dividendenaktien investiert? Kommt dieses Geld von der Börse, weil ihr zum Beispiel Aktien kauft, diese wieder verkauft, die Gewinne realisiert und das dann in Dividendenaktien steckt? Oder kommt dieses Geld von eurer Sparquote, die ihr von eurem aktiven Einkommen bezieht? Ja, das heißt, ihr seid zum Beispiel Elektriker, verdient 3000 Euro und könnt davon die Hälfte beiseite legen. Oder ihr seid im KV, also im kaufmännischen Beruf tätig, verdient 5000 Schweizer Franken, könnt 2000 Franken davon sparen und investiert das in Dividendenaktien. Und das ist eben der springende Punkt. Sehr oft, wenn man die Dividendenstrategie verfolgt, ist es sehr oft so, dass man irgendwo eine aktive Einkommensquelle hat, ob das angestellt, selbstständig, Unternehmertum, völlig egal ist, aber von diesem aktiven Einkommen eine gewisse Summe spart, also die Sparquote, und dieses Geld dann in Dividendenaktien zum Beispiel oder auch von mir aus Wachstumsaktien investiert. Und das ist eben der springende Punkt. Um euch ein passives Einkommen über die nächsten 10, 20 Jahre aufzubauen, müsst ihr eben auch euer aktives Einkommen aufbauen und entsprechend da die Sparquote erhöhen, indem ihr zum Beispiel einfach mehr spart, also weniger ausgibt oder zum Beispiel auch einfach ja, mehr verdient. Ja? Und irgendwann ist es natürlich dann so, dass man nicht mehr sparen kann, weil man kann nicht für kostenlos leben. Selbst wenn man für 0 Euro im Monat leben würde und halt immer noch denselben Betrag verdient, ist die einzige Möglichkeit, die Sparquote zu erhöhen, auch mehr Geld mittel- bis längerfristig zu verdienen durch Weiterbildung, Humankapital aufbauen, in der Karriere voranschreiten. Egal, ob das jetzt als Angestellter, als Selbstständiger oder als Unternehmer ist, das ist völlig egal. Ja. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Und das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, den ich hier nochmal in diesem Video ganz klar erwähnen möchte. Der Fokus auf dieses längerfristige Investieren, Buy-and-Hold-Investing, Dividendenstrategie und so weiter ist super, das ist prima, das ist mega genial. Aber vergesst dabei nicht, woher das Geld kommt, welches ihr in zum Beispiel Dividendenaktien steckt. Und das Geld kommt sehr oft in den meisten Fällen eben aus aktiven Einkommensquellen. Mit der Zeit kippt das vielleicht dann auch, also wenn ihr dann vielleicht 10, 15, 20 Jahre mal da dran gewesen seid, irgendwann kippt es vielleicht und irgendwann ist es dann so, dass das Geld, was ihr wiederum wieder in Aktien investiert, zum Großteil nicht von eurer aktiven Einkommensquelle kommt, sondern von euren passiven Einkommensquellen. Ob das Mieteinnahmen sind, Dividenden,
irgendwie Kursgewinne, wo ihr da realisiert oder was auch immer, ist völlig egal. Aber irgendwann kann das natürlich schon auch kippen, aber in der Regel in den ersten 10, 15, 20 Jahren, irgendwas in dem Bereich, je nachdem, was man da auch für Möglichkeiten hat finanziell, ist das wahrscheinlich so, dass das meiste Geld von der aktiven Einkommensquelle kommt. Und das möchte ich hier ja auch als Message immer in diesen Videos oder in den Videos, die ich ja allgemein mache, auch rüberbringen. Ich sage ja auch selber, ich werde richtig vermögend durch meine unternehmerischen Tätigkeiten, ja, indem ich zum Beispiel Videos mache, wo ich wirklich frisch aus der Dusche rauskomme und im Bademantel sitze, meine Freunde. Wie schon gesagt, Pyjamas sind out, meine Freunde. Und jetzt wäre es noch wichtig zu wissen, gibt es irgendeine Bademantelfirma, wo ich vielleicht auch die ein oder andere Namensaktie besitzen kann und dann jährlich einen Bademantel bekomme? Vielleicht wisst ihr da mehr, könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, meine Freunde. Denn jährlichen Bademantel, da sage ich auch nicht nein dazu, weil der Pyjama, der ist ja auch schon gesichert durch die Kalida, von dem her. Ja, sehr geile Sache. Es kommt nicht drauf an, was für Klamotten getragen werden, Leute, sondern wer sie trägt. Jetzt haben wir hier Louis Vuitton, Philipp Lein, Cavalli, Givenchy, Tom Ford. Aber wenn wir das Ganze noch mal so ein bisschen zusammenfassen, wie schon gesagt, ich habe am Anfang gesagt, ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, sondern ich sage genau eigentlich das Gegenteil. Längerfristig kann man mit der Dividendenstrategie oder auch mit anderen Strategien langfristig an der Börse Vermögen aufbauen. Aber man muss verstehen, woher kommt dieses Initialkapital, und das ist halt eben bei den meisten Menschen, die jetzt vielleicht nicht geerbt haben oder so und sich das selber aufbauen müssen, also so wie ich, du wahrscheinlich oder irgendjemand anderes in der Finanzrudel-Community. Man muss das Geld irgendwo aktiv erstmal verdienen und dann über die Jahre hinweg entwickelt sich dann dieses passive Einkommen, wo man dann nachher eben diese Unabhängigkeit bekommt und dann eben unter Umständen vielleicht irgendwann schafft, die finanzielle Freiheit zu erreichen oder Teilzeit zu wechseln und nicht mehr Vollzeit arbeiten zu müssen oder zu wollen, ja, sich vielleicht anderen Projekten widmen kann, weil man jetzt diese finanzielle finanzielle Luft nach oben hat, weil man vielleicht schon auch Familie hat und so weiter und halt gewisse Kosten halt da auf einen tatsächlich zukommen. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, wenn wir da nochmal einen ganz kleinen Ausschweifer machen. Also zum Beispiel auch das Thema Frugalismus und Co. Da ist ja die Prämisse, möglichst einen niedrigen Lebensstil zu haben und mit der Zeit, das mag zwar klappen für gewisse, ich sage jetzt mal, Perioden im Leben, aber mit der Zeit ist es ja dann auch sehr oft so, dass man durch Kinder oder durch das Alter auch wieder mehr Kosten hat. Also in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass wenn man älter wird, da tatsächlich mehr Kosten hinzukommen, eben durch zum Beispiel Kinder, gesundheitliche Faktoren oder auch insgesamt einfach andere Dinge oder vielleicht auch Interessen, die sich dann über die Jahrzehnte wechseln. Und das ist halt auch so ein Punkt, den man auch damit einkalkulieren sollte und verstehen sollte. Und dass man da halt auch so ein bisschen die Balance hat zwischen der Sparquote, ja, die Sparquote in prozentual als auch absolut, und dass man da die Sparquote, also prozentual als auch absolut, insbesondere durch das Einkommen halt enorm, enorm steuern kann. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Ausgaben passen, also es ist immer, für die Sparquote braucht es zwei Zahlen, die Ausgaben und die Einnahmen. Nur die Einnahmen hilft dir auch nicht viel, wenn du so viel ausgibst, wie du einnimmst, und nur die Ausgaben nützt dir auch nicht viel, wenn du weniger einnimmst, als du ausgibst. Ja? Darum, es muss immer in einem guten Verhältnis sein. Und da vielleicht als kleiner Richtwert für die Leute, die vielleicht auch erst gerade einsteigen, starten und richtig loslegen, habe ich tatsächlich so eine kleine Skala, und zwar 10% ist so das Minimum in meinen Augen, was man sparen sollte. Das sind meine persönlichen Ansichten. 20% ist dann schon für etwas Fortgeschrittenere, 30%, also fast ein Drittel, ist dann schon wirklich sehr gut tatsächlich, wenn wir das einfach mal anschauen, zumindest auf die Bevölkerung gesehen hier in der Schweiz oder auch in Deutschland und in Österreich. Und dann alles über 30%, also 40% zum Beispiel, ist schon, da ist man schon fast ein Überflieger, wenn man sich das mal einfach anschaut, statistisch gesehen. Und jeder, der 50% oder mehr spart, ist einfach, also der hat es dann im Prinzip, der ist wirklich, also der hat schon, der weiß schon so ziemlich, was er da so aktuell macht. Der braucht dann auch nicht mehr wirklich viel Hilfe, in meinen Augen zumindest. Also alles über 50% ist wirklich bombenmäßig. Und wenn man dann so in die Gefilde 70-90% kommen, wo ich mich jetzt gerade befinde, das ist fast nur ausschließlich möglich, indem man wirklich sehr viel verdient und einen normalen Lebensstil hat, der deutlich, deutlich, deutlich unter den Verhältnissen ist, ohne dass man da irgendwie Kompromisse eingehen muss. Darum, ich sag's mal so, wenn ihr 30% oder mehr spart, seid ihr richtig top dabei. Ja? Wenn ihr drunter seid und ihr beschäftigt euch mit dem Thema Finanzen, dann könnt ihr natürlich noch viel optimieren, machen und tun. Und ich rede jetzt halt hier nochmal
Damit es jetzt niemanden triggert oder so. Ich rede tatsächlich von Leuten, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, da auch Interesse daran haben und jetzt nicht Leute, die sagen, oh, Finanzen, da habe ich keinen Bock drauf und ich weiß ja im Finanzrudel. Die meisten, vor allem wenn ich in die Kommentare auch immer schaue und die Diskussion da auch teilhabe, ja, Finanzen ist ein cooles Ding. Für viele Leute hier im Finanzrudel auch ein Hobby, was mich auch mega freut, weil es auch eines meiner Hobbys ist. Genauso wie ich hier im Bademantel sitze. Und darum, wenn ihr da vielleicht auch ja, Leute zum Diskutieren sucht oder Gleichgesinnte sucht, checkt einfach mal den Finanzrudel Community Club ab, einfach finanzrudel.ch/Club, meine Freunde. Und ansonsten, wenn ihr vielleicht auch richtig, richtig tief diskutieren wollt, gibt es ja neu auch den Finanzrudel Discord. Da sind wir fast 1000 Leute innerhalb von 2,5 Monaten, absolut crazy. Einfach finanzrudel.ch/Discord. Und für alle, die irgendwie zu faul gewesen sind, das jetzt irgendwie abzutippen oder so, schaut in die Videobeschreibung. Da ist immer alles verlinkt, meine Freunde. Und auch irgendwie Links zu Depots, Banken und so weiter, die ich persönlich selber nutzen und empfehlen kann. Darum immer in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr wirklich immer alles und relevant verlinkt zu diesem Video. Von dem her, dann habt ihr auch fast keine Mühe, da irgendwas abtippen zu müssen im Browser, meine Freunde. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr macht nicht das nach, was ich mache, denn ich sitze hier einfach, ja, nach der frisch geduschten Dusche in einem Bademantel mit einer Apple Watch. Ohne irgendwelche Gründe. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö, Leute.